Gesund im Alltag. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, persönliche Entwicklung und Inspiration aus der Welt von Jule. Hallo ihr Lieben, ich würde ja sagen, herzlich willkommen zurück auf dem Podcast, aber auch herzlich willkommen auf dem Video. Ein etwas anderer Podcast mit Videoschnitt, die dann ja auf YouTube sichtbar sind. Das liegt einfach daran, dass ich euch heute durch den wunderschönen Tag mitnehmen möchte, der mich doch an meine Grenzen bringen wird, weil das Training ja noch nicht so weit ist. Und ja, wie ihr seht, farblich ist es eine sehr interessante Zusammenstellung mit Lila und Schwarz und Bordeaux. Der Rucksack ist gepackt, die Uhr ist geladen und ich frühstücke jetzt und dann geht es zum Megamarsch nach Dresden und mich erwarten 50,9 Kilometer und 600 Höhenmeter im Wanderschritt durch Dresden Richtung Pirna und wieder zurück. Ich bin gespannt, was der Tag bringt und ja, versuche auch unterwegs ein paar Stimmen einzufangen. Mal gucken, ob mir das gelingt. In dem Sinne hören wir uns dann wieder, wenn ich in Dresden am Start bin und ja, live on stage euch mitnehme und dann das Ganze als Podcast auch zu sehen ist, zu hören ist, als Zusammenschnitt und dann vielleicht auch die eine oder andere Stimme. Bis dahin. So, ich gehe jetzt noch auf Toilette. Ich habe schon Fotos gemacht, die sind natürlich nur auf dem Video zu sehen. Und es ist einfach noch so kalt. Ich bin viel zu kalt angezogen. Und ich überlege mir jetzt echt noch so ein Merchandise-Pullover zu kaufen, damit ich nicht erfriere. Aber naja, die Startgruppe läuft jetzt los. Da laufen wir dann auch los. Also 9:30 Uhr. Dann. Genau, bis dann. So, wir sind jetzt bei 6 Kilometer und einer schon 4. Wir sind jetzt durch die neue Stadt, an Katie's Garage vorbei, an der Kunsthofpassage. Und ja, wandern jetzt hier noch ein bisschen weiter. Mal gucken, das Tempo wir echt nicht durchhalten. Mal sehen, wie das wird. Ich grüße euch und bis später. So, ich filme jetzt von unten. Die hängt nämlich an der Powerbank, das Handy. Zumindest an der ersten. Die nächste links abbiegen. Ich hoffe, das hält durch bis heute Abend. Das sieht nicht so aus. Die zweite Powerbank habe ich geladen, die ist aber nicht so ganz intakt. Da weiß ich noch nicht, ob das reicht. Aber ich hoffe, ich kann da noch bis zum Ziel die Strecke aufnehmen, euch auf dem Laufenden halten und Fotos machen. Die Technik von heute schluckt einfach zu viel Akku. Ja, erster Verpflegungspunkt, Kaffee und sie hatten sogar Vollkorn, das war ja gar nicht so angekündigt, die hatten ja nur Weißbrot angekündigt und es gab Vollkorn. Festgelegte Route nicht befolgt. Voll gut, doch, ich habe meine Route befolgt. Zu festgelegter Route zurückgekehrt. Und in 7 es gibt eine Banane, kann machen, weil ich will, die App im Hintergrund meckert immer mit mir rum und das wird nicht weggehen. Naja, der Podcast wird lustig. Das hat jemand die Tür aufgemacht neben mir. Wird lustig mit den ganzen Nebengeräuschen, aber das ist halt so, wenn man es live macht und zusammenschneidet und euch dann zur Verfügung stellt. Und bei YouTube sieht man ja auch noch alles. Das heißt, ja, nach guter Laune nach 11 Kilometern, aber wir haben ja noch 39. Ja, also bis dahin, ich hoffe, mein Akku hält durch. So, jetzt nochmal. Dieses Dunkel ist die App im Hintergrund. Ja. Kaffee. Insgesamt 11 Kilometer. 1 Stunde 59 Minuten 47 Sekunden. Da ist das. Höhe 284 Meter. So, wir sind bei 18,5 Kilometer. Also noch nicht mal die Hälfte. Unterwegs von Weißig nach Pirna. Und ja, die Wanderschaft wandert. Die 10 Stunden werde ich nicht schaffen. Also das Ziel steht nach wie vor, aber es könnte eng werden, weil ich tatsächlich in diesen 2 Stunden mit 10 Kilometern bin. Und wenn man dann noch Pause macht, wird es mit 10 Stunden eng. Ich habe jetzt auch den zweiten Verpflegungspunkt weggelassen, weil er schon bei Kilometer 16 war. Und ich hatte mir vorhin aber genug mitgenommen. Wer dann erst den 30er
Verpflegungspunkt wieder nehmen. Ja, und hoffen, dass mein Akku durchhält. Bis später. So, einmal Eindruck von der Strecke. Dann geht's weiter. Voll schön, ne? So, ja, andere gehen in die Kneipe. Ich laufe weiter. Also, meine Uhr sagt, ich habe keine 24 Kilometer. Hier unten steht dran 25. Also keine Ahnung, wie viel ich jetzt tatsächlich habe. Glauben wir, meiner Uhr sind wir bei 24. Und zeitlich bei 4.12. Naja, mal gucken, aber eine wunderschöne Tour. Huch, das war die Klappe. Ja, dann wollen wir mal weiter im Text. Hier, guckt euch mal die Aussicht an. Das sind Schiedichtüre. Geile Sache. So, ich filme euch ein bisschen die Strecke. Ist echt, muss man echt gucken, wo man hinläuft. Und ja, mein Akku ist jetzt bei 77%. Das Ladegerät ist tatsächlich leer. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch komme. Ich hoffe, es reicht noch bis zum Schluss und ein Abschlussfoto. Ich werde dann ab Kilometer in der nächsten Verpflegungsstation gucken, dass ich dieses andere anschließe, auf der Hoffnung, dass es geht, damit ich euch noch ganz viel Content liefern kann. Naja, aber das wird ein spannender Podcast, der mal so ganz anders ist, wie man sich das vorstellt und so überhaupt keinen Normen entspricht und schon gar keinen Qualitätsansprüchen. Dafür live on stage. So, andere Ladestation hängt dran. Ich habe mir tatsächlich geschafft, eine Blase zu reiben an der Ferse. Das ist natürlich richtig ätzend jetzt. Wir haben jetzt noch über 20 Kilometer. Ich kann nicht sagen, wo wir jetzt stecken. Irgendwas um die 30. Wir hatten jetzt gerade eine Pause. Aber tatsächlich, ich war bloß auf Toilette, habe die Schuhe gewechselt, meine Laufschuhe jetzt an, mir was zu trinken geholt, so ein Elektrolytezeug mit Dextro Energy und keine Ahnung irgendwas. Aber an der Energie scheitert es bei mir eigentlich gar nicht. Milchbrötchen habe ich noch gegessen, weil was Besseres habe ich nicht gefunden. Und ein Gummibärchen. diese Station jetzt nicht mehr gut ausgestattet. Linsensuppe, aber Linsensuppe im Laufen ist ein bisschen blöd. Und tatsächlich habe ich beschlossen, mich nicht stundenlang hinzusetzen und zu pausieren. Mir tun zwar echt die Beine weh und jetzt fängt es echt an zu schmerzen. Und wir haben noch 20 Kilometer, mindestens. Aber aufgrund der Blase und dass man dann müde wird und es auch nicht besser wird, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach von Ringana die Pusher einzuwerfen. Da habe ich jetzt 5 Stück oder so genommen. Man und normalerweise nur 3, ne? Aber heute darf man das mal. Und ich habe mir von doTERRA die Salbe, die Blue, auf die Beine geschmiert für die Durchblutung. Und damit sollte das jetzt, ja, die nächsten 10 Kilometer gehen. Und dann kommt noch ein Verpflegungspunkt, da kann ich wieder reiben und trinken und essen. Und dann sind die letzten 2 Stunden angebrochen. Also 4 sind wir jetzt noch unterwegs und ich bin jetzt schon so knapp 5 unterwegs. Also mit den 10 Stunden Ziel könnte ich noch schaffen. So, jetzt geht's weiter. So, wir sind in Pilnitz. Es geht jetzt Richtung Ende zu. Also 20 Kilometer Richtung Ende. Aber auf gerader Strecke. An der Elbe lang. So. Und wisst ihr, was gemein ist? Wenn man 30 Kilometer weg hat und dann feststellt, dass die Höhenmeter erst noch kommen, weil jetzt in die Berge geht. Ich bin begeistert. Ich habe meine Wanderschuhe schon ausgezogen, muss also auch aufpassen, dass ich mich nicht umknicke, aber ich kann die einfach nicht mehr anziehen. Und gehe jetzt schön berghoch. Ja, es geht berghoch. Oh. Aber jetzt. Die Aussicht entschädigt gleich. Ganz wirklich. Glaubt mir. Da. Schön. Jetzt geht's nur noch geradeaus. Guck mal. Oh, schön. Oh, die Pause gönne ich mir. Ja. Jetzt geht's weiter. So, damals, als ich das Video gedreht habe, sind wir hier hochgekommen. Jetzt geht's hier runter. Also knapp Richtung Ziel. Und ja, ich habe mir vorhin hinzu beim ersten Hälfte Boost reingehauen. Jetzt nochmal Push. Und meine die Blue-Salbe auf die Beine. Und das tut echt gut. Ich werde das in der nächsten Pause auch nochmal machen, dass ich mir nochmal Push einwerfe und die Blue auf die Beine schmiere. Und dann sollte ich das Ziel
gut erreichen. In unter 10 Stunden hoffe ich. So, ich grüße von Kilometer ungefähr 36. Und, habe ich ja schon gesagt, dass es wieder berghoch geht. Oh, hätten die 600 Höhenmeter nicht am Anfang machen können? Nein, nein, auf den letzten Kilometern. Schön berghoch. Oh, weil die Beine ja noch so leicht sind. Irgendwann kommt noch eine Verpflegungsstation. Mal schauen. Sind ja nur noch 14 Kilometer berghoch. Ja, es muss ja wieder bergunter gehen. Ja, naja. So, weiter geht's. Berg, Berg, Berg. Und ein Auendruck von der Strecke. Schön, oder? Jetzt geht's flach. Letzten Verpflegungspunkt habe ich weggelassen. Gab nichts mehr Gescheites. Und dann dachte ich mir, kann ich auch weiterlaufen. Ja, sitzen wir jetzt eh scheiße. Also geht's weiter. So, mein Rucksack löst sich in Wohlgefallen auf. Und es geht schon wieder berghoch. Oh, echt jetzt, ey. War angeblich das letzte Mal. Ich bin ja mal gespannt. Es wird dann auch Zeit. Das ist schon wieder Steigung, ne? Von wegen die letzte. Aber man muss es ja positiv sehen, ne? Bei dem Ausblick. Bloß dumm, dass keine Weintrauben dran sind. Und kein Wein hier an der Seite steht. So. Also bei 25 Kilometer bis 30 hatte ich einen übelsten Durchhänger. Also so richtig. Aber Schuhe gewechselt, Creme, Kapsel. Ich habe jetzt 2 Stunden noch ungefähr. Das heißt, wenn alles gut läuft und ich die Tempo durchziehe, ich habe die Pause weggelassen, bin ich bis 6:30 da. Das heißt, von 9:30 Start, 6:30. Die Zeit wäre genial. Das würde das von vor 4 Jahren bedeuten. Das wäre natürlich mega, weil damit hätte ich nie gerechnet. Mal gucken. Es kann natürlich sein, dass ich auf den letzten Kilometer nochmal einbreche. Aber ich werde gleich nochmal die Kapseln schmeißen. Salbe werde ich jetzt nicht mehr machen, weil dann müsste ich 5 Minuten Pause machen. Die Zeit spare ich mir. Habe jetzt noch einen Riegel im Rucksack und was zu trinken. Mein Rucksack löst sich ja jetzt in Gefallen auf. Ja, bergunter wird gerannt. Und oh, ich fühle mich gerade übelst glücklich. Ich glaube, dass sich langsam diese durch die Erschöpfung diese Glückshormone freisetzen. Und die Kapseln und die Salbe echt Wunder wirken. Und das Energy-Zeug. Ja, 2 Stunden klingt nicht mehr viel, wenn man 10 sieht. Aber es kann natürlich noch viel passieren. Aber jetzt geht's an der Elbe lang. Und ich fühle mich gut. Ich wollte eigentlich ja so viel nachdenken und so viel vielleicht sogar Schule nebenbei machen. Aber tatsächlich, ich habe mit 4 Leuten gesprochen, gequatscht, ein paar Leute kennengelernt. Aber habe mich dann immer wieder abgeseilt, weil ich tatsächlich, ja, das siehst du, bergab renne. Wir sind im Waschwitzer Weinberg. Tatsächlich so ein bisschen für mich sein wollte, mit euch das teilen wollte, mit mir und meinen Gedanken alleine bleiben wollte. Aber ich habe gar keine richtigen Gedanken. Und darüber, wo ich mir Gedanken machen wollte, habe ich auch gar nicht gemacht. Aber irgendwie fühlt sich's gut an. Also bis später. Das glitzert. Das Wasser glitzert. Da ist es. Ich sehe es. So, Jenny grüßt. Und dann gibt's ja Sonnenuntergangsstimmung. Ein Megamarsch mit vielen marschierenden Menschen und eine super schöne, idyllische Stadt Dresden. Da hinten kommen auch noch welche, also wir sind nicht die Letzten. Voll schön. Die Skyline von Dresden im Sonnenuntergang. Wir haben noch so ungefähr 3 Kilometer und wir werden noch eine Dreiviertelstunde maximal brauben. Das heißt, wir kommen nicht 6:30 ins Ziel, sondern wenn alles gut läuft, ohne viele Ampeln, oder wir gehen einfach rüber, sind wir schon 6:45 im Ziel. Das heißt, wir sind weit unter 9 Stunden. Mega. Ja, wir sind motiviert. Hier nochmal die andere Skyline, hier die Jenny. Da hinten laufen noch mehr. Ja, so. So sieht's aus. Wir laufen jetzt an der Brüschen Terrasse lang, rennen über Rot die Ampeln. Und hier gibt es zwar keine, aber Autos. Wir haben jetzt noch knappe 2 Kilometer und 2,5. Sind erst bei 8 Stunden 14. Wir kommen unter 9 Stunden ins Ziel. Das heißt, das letzte Mal habe ich 9 Stunden und 5 oder 6 Minuten gebraucht. Das heißt, ich unterbiete mich von vor 4 Jahren, wo ich trainiert war mit Halbmarathon, deutlich. Wie geil ist das bitte? So, die letzten 400 Meter. Da hinten sehen wir schon das Ziel.
Da hinten steht mein Auto. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Wir kommen unter 8,5 Stunden ins Ziel. Das ist übelst geil. Wir haben nur noch 400 Meter. Es sind wie viele Meter sind es? Noch 350. 350. Da vorne ist schon das Ziel. Unter 8 Stunden 30. So geil. Ich merke meine Ferse. Die Blase geht auf. Die Blase geht jetzt auf. Rechts, aber nur rechts. Und es ist egal. Wir beschleunigen nochmal. Das Ziel steht. Und gepusht. Und ja, was eine krasse Zeit, ey. Mit Pausen. Mit Pausen. Sind die 50 Kilometer in 8,5 Stunden geschafft. Hey, es ist übelst krass. Das letzte Mal hatten wir 9 Stunden und 6 oder so. Und jetzt, oh, Wahnsinn. Ja, nehmt euch live mit ins Ziel. Da vorne ist das Ziel schon. Oh, mein Fuß. Meine Blase merke ich jetzt. Ich muss auf Zehenspitzen laufen. Ja, aber wir schaffen es. Komm. Wir schaffen es. Ich nehme euch jetzt mit bis ins Ziel. Ja. Ich hatte ja noch Sorge, ich erreiche meinen Zug. Bis ins Ziel müsst ihr jetzt mitkommen. Und liebe Podcast-Hörer, ihr seht nichts. Aber wir haben noch 100 Meter bis zum Ziel. Oder 150 und ihr müsst jetzt dranbleiben. Und ja, es ist so geil. Live dabei und schaltet einfach auf YouTube. Da wird es das geben unter Megamarsch, der andere Podcast. Und ja, ich kann nur nicht mehr abrollen, weil die Blase geht auf und ich habe keinen Blasenpflaster. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ihr bleibt jetzt dran. Und ja, das Ziel ist in hörbarer Sichtweise. Und da ist Jenny. Die telefoniert mit ihrem Freund, der nicht dabei sein kann und live in das Ziel mit reinlaufen darf. Und wir sind so euphorisch und happy und glücklich, dass wir uns selber unterboten haben, was ich nie, nie, nie gedacht hätte. Ich hätte so gehofft, dass wir unter 10 Stunden kommen. Und jetzt sind wir hier mit 8,5 im Hellen. Ey, so krass. Ein Hoch auf uns, hört ihr das? Es ist so geil. Du sollst ja nicht durchs Ziel laufen. Da ist das Ziel noch. Wir haben noch eine Kurve. Da ist es. Ja, da ist es. Wir haben jetzt nicht mehr lange. Wir haben noch nicht mal mehr eine Minute. Und wir jumpen jetzt ins Ziel. Jawohl. So, komm her. Jenny und ich. Ja. Ziehen wir hoch die Hand. Ja, machen. So. Ja! Wuhu! Juhu! Weiß gar nicht, was ich morgen für Schuhe anziehe, wenn ich zu Hiro gehe. Und am Ziel gab es noch eine riesen Überraschung. Es gab noch einen jemand, der am Ziel stand und auf mich gewartet hat. So schön. Hat mich mega gefreut. Oh, das war echt cool. Das war eine mega Überraschung. Es war zwar ein bisschen spät, ich war schon fast am Auto. Aber ja, wir waren ja auch echt schnell zum Schluss. Also Wahnsinn. Dann machen wir noch ein Abschlussvideo des Tages. Qualität ist natürlich wieder super vom Licht, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Es ist halt spät und das Licht ist an. Ja, ich bin ziemlich fertig. Habe jetzt meine Beine mit, schön baden. Habe jetzt meine Beine mit der die Blusalbe eingeschmiert. Und meine schöne Blase, die aufgegangen ist mit Lavendelöl. Und habe dann Blasenpflaster gefunden und wollte die jetzt drüber machen, aber hält natürlich nicht. Naja, die Nacht wird's gehen. Ansonsten bin ich ziemlich müde, ziemlich kaputt. Aber es war geil. Und die Zeit, dass ich das schaffe, hätte ich nie vermutet. Das Handy macht jetzt auch gleich schlapp. Der ist einfach zu voll. Ich muss den mal wieder leer machen. Ich bin viel zu schnell losgelaufen. Also ich war viel zu kalt. Es war einfach viel zu kalt früh. Und bin richtig kalt losgelaufen und dann waren natürlich die Muskeln zu. Das habe ich schon an Kilometer 3 gemerkt. Hatte dann so zwischen 20 und 30 echt so einen Hänger. 25 war schlecht und ich habe mich echt auf die Station gefreut. 30, weil die zweite Verpflegungsstation hatte ich ja einfach weggelassen, weil die einfach zu nah an der ersten war.
Ja, und dann war ich da aber auch bloß ganz kurz an der 30er, habe die Schuhe gewechselt, die Beine eingeschmiert und habe mir was zu essen und was zu trinken genommen und bin direkt weiter. Und ja, dass ich das so matche, also die letzte Station, die habe ich dann auch weggelassen, hätte ich nochmal einen Berg runtergemusst und wieder hoch. Und ich hatte auch weder Hunger noch Durst, ich hatte auch noch einen ganzen Rucksack voll, dann dachte ich, ach komm, lass es weg. Zieh durch, vielleicht schaffst du die 10 Stunden. Und ja, tatsächlich haben wir dann gemerkt unterwegs, oh, es könnten 9 Stunden werden. Und hatte ja dann Jenny getroffen, die auch durchgezogen hat. Und als wir festgestellt haben, ey, wir haben erst 8:20 und ja, oder 7:20 und so viel ist es nicht mehr. Da waren wir natürlich total motiviert, unter die 9 Stunden zu kommen. Und dann haben wir festgestellt, ey, wir haben nur noch 3 Kilometer und noch eine Dreiviertelstunde. Und dann haben wir gesagt, okay, gib Gas. Ja, und dann war das natürlich krass. Und als wir festgestellt haben, ey, wir schaffen es sogar in 8,5, na dann waren die letzten Meter natürlich nochmal Vollgas, um das dann auch wirklich noch so zu finishen. Und ich bin nicht so happy. Also hätte ich nie gedacht. Und es bin ja auch nicht trainiert. Das letzte Mal war ich ja trainiert. Wenn man sich das überlegt, krass, was so ein Körper leisten kann, was man selber in der Lage ist zu leisten. Und man vergisst manchmal, was man in der Lage ist zu leisten. Die Blase tut gerade weh. Ja, es ist schon krass. Aber jetzt ist auch echt Feierabend. Ich habe schon Entspannungssachen an und wäre jetzt auch nicht mehr alt und bald ins Bett verschwinden. Und ja, morgen gibt es nochmal einen Tag danach Input. Und dann wird der Podcast irgendwann nächste Woche geschnitten und dann kommt der sicherlich bald online und ein Video für YouTube. Und ich muss mal gucken, dass ich die Bilder dann wirklich hinten dran setze, damit der Podcast vorne ist und dann die Bilder, weil sonst könnt ihr die ja eh nicht sehen und das wäre ja blöd. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend, wollte ich gerade sagen, aber wir hören uns ja morgen und der Podcast ist ja dann durchgängig. Also ich gehe jetzt ab und morgen gibt es dann das Feedback. Morgen. Der Morgen danach. Die Nacht war sehr durchwachsen. Also meine Blase, egal wie ich gelegen habe, lag einfach auf dem Bett auf. Aber das Blasenpflaster hat dann echt geholfen. Und ich bin übelst kaputt. Aber nachts waren meine Beine echt so die Hölle beim Rumdrehen und alles nur im Halbschlaf. Aber jetzt am Morgen, außer dass ich ziemlich fertig aussehe, ist mit meinem rechten Bein alles in Ordnung. Ich habe nicht mal Muskelkater, nur das linke. Und das verwundert mich tatsächlich, weil das rechte ist ja das mit dem Muskelbündelriss und dem Bänderriss der letzten Jahre. Und das linke ist eigentlich gesund. Wie gesagt, eigentlich. Da merke ich doch das Knie und der Oberschenkel. Ein Quadrizeps, den merke ich deutlich beim Laufen. Und der untere Rücken und so ein bisschen Nackenmuskulatur. Aber sonst geht es mir erstaunlich gut. Also da ging es mir vor 4 Jahren schlechter. Und das verwundert mich eigentlich auch, weil vor 4 Jahren habe ich einen Halbmarathon trainiert. Jetzt nicht. Laptop. Ziel Halbmarathon im Herbst steht. Ja, der Muskel. Ich merke ihn genau. Ich werde ihn mal massieren. Ich fahre dann zu Hiro und bin irgendwie immer noch mega happy und stolz, vor allem auf die Zeit, also dass ich die Strecke schaffe, das war ja so, ja, das hatte ich mir ja schon vorgenommen, also das war jetzt nicht so anzuzweifeln, aber dass ich in der Lage bin, unter 9 Stunden zu finishen, das hätte ich nicht für möglich gehalten und dass ich auch bloß 2 Pausen mache und wenig esse und wenig sitze und das hätte ich mir nie träumen lassen. Und das ist immer noch so völlig überwältigend. Und es ist immer noch krass zu merken oder zu spüren, was so ein Körper in der Lage ist zu leisten. Und was ich in der Lage bin zu leisten. Ja, es fühlt sich gut an. Wie man sieht, habe ich schon Reizsachen an. Und frühstücke jetzt. Ich hoffe, dass dieser Fress-Flash, wie ich das schon mal hatte, wegbleibt. Aber Hunger habe ich trotzdem. Es gibt jetzt Protein Wraps. Ja, mit Frischkäse und Quark. Damit ein bisschen Eiweiß reinkommt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch
ja, einen schönen Tag und gucke, ob ich noch was an den Podcast ranschneide oder ob das jetzt so bleibt. Ich muss das erstmal alles verarbeiten und freue mich vor allem schon auf die Bilder, wenn die da sind von dem Fotografen. Die sind noch nicht online, aber da freue ich mich schon drauf, von der Strecke und vom Ziel. Ja, ich bin gespannt. Und an alle, die dabei waren, Glückwunsch an alle Finisher. Bis dahin. Ich danke dir, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast und hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Wenn du magst, freue ich mich über deine Bewertung oder einen Kommentar. Gesunde Grüße sendet dir deine Jule.